Moin Pyrus. Heute habe ich zwei Pakete erhalten vom lieben P1 Fireworks. Ja, das hat sich ganz spontan, ja, wie soll ich sagen, ergeben. Der liebe Mirko, der hat mir richtig, richtig fein Stuff eingepackt. Also ich bin echt wirklich, was soll ich sagen, ich bin sprachlos. Und ich denke, ja, ich lasse euch nicht lange warten. Ich mache das auf. Und schau mit euch zusammen rein. Im Groben und Ganzen weiß ich ja, was er eingepackt hat. Alter Schwede. Ja, deine Pappe entsorge ich auch. Vielen Dank dafür. So. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Das ist ja schon mal crazy E-Balls von Xplode. Geile Teile, die feiert der Kleine mega. Hier geht's gleich weiter. Auch Xplode, Crackling Bird feiert der Kleine auch ohne Ende. Perfekt. Perfekt. Knallkraut von Leslie. Ist auch geiler Scheiß, wirklich. Die Dinger sind auch richtig toll. Machen wir hier erstmal weiter. Funke, Luftheuler, grün und rot. Richtig geil. Die packe ich mir einfach in meine Sammlung. Ich glaube, rot habe ich einmal. Habe ich aber auch noch nicht gezündet. Weil ich die einfach, ja, noch nicht doppelt hatte. Ich bin irgendwie so ein Sammelfreak geworden. Thunder Kong Max hatte ich auch noch nicht. Sechs Stück sind da drin. Bombenrohre. Ich bin gespannt. Was haben die an der EM? 21 Gramm auf sechs Stück. Mal gucken. Ich bin gespannt, wie die Teile sind. Das ist das hier. Dizzy mit Crackling. Sagt mir gar nichts. Von Rupro ist das. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Die Teile kenne ich auch noch nicht. Ach so, sieht aus wie Bodenwirbel. Ja, mal schauen, werden die Tage mal getestet. Kenne ich gar nicht. Crackling Spinner. Ja. Was ist das? F1. Ne? Kann man legal die Tage mal ausprobieren. Dafür ist doch das Wochenende da. So, hier hat er noch einen. Thunder Kong Max. Gibt es ja gar nicht. Zwei Stück sogar eingepackt. Heftig. Bella Bomber. Kenne ich auch nicht. So kleine Teile. Von Blackbox. Werde ich auf jeden Fall auch, was ist das? Bengalböller. Ja, nice. Werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Tolle Biene von Weco. Das ist richtig Oldschool-Design. Die sind auch schon fast wieder zu schade zum Zünden. Ich glaube, das kommt auch eher in die Sammlung. Ja. Kugelblitz A von Funke. Kennen die meisten ja auch. Das sind auch tolle Teile, davon kann man nicht genug haben. Hier, 99 Cent haben sie mal gekostet. Jetzt mittlerweile kosten sie, ich glaube, 1,79 vor der Preiserhöhung. Die kommt ja jetzt auch noch dazu. Bin ich mal gespannt, was sie dann kosten. Bestimmt auch über 2 Euro. Silberwirbel von Weco. Das kommt auch in meine Sammlung. Auch schön oldschool. Happy Stars habe ich mir auch schon so oft vorgenommen zu kaufen. Ich habe ein Video davon gesehen, die Dinger scheinen auch richtig geil zu sein. Und ich glaube, kosten auch nur 1 Euro, 2 Euro die Packung. Werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Auch F1. 11,2 Gramm. Ich werde sie auf jeden Fall testen und berichten. Perfekt für ein Video. Haben wir jetzt noch ein paar Böller hier. Super Cracker. Panda, Super Böller 2, 4 Stück drin. Das kommt alles einfach in meine Sammlung. Richtig, richtig geile. Boah, hier, China Böller D. Die kenne ich auch gar nicht mehr. Sagen mir auch gar nichts. China Böller A. Heftig, ey.
Chinabella A. Oh, hier der ist schon offen. Chinabella D von Komet. Die Teile sehen auch echt geil aus. Oh. Ja, der eine ist auf jeden Fall schon offen. So, Pyrocracker. Alter, das Design ist auch heftig, kann man das sehen. Oh, nicht schlecht. Einmal von Komet und die anderen. Was sind die? Ich habe keine Ahnung. Auch von Komet. Sind beide von Komet, zwei verschiedene. Richtig nice. Es kommt alles in meine Sammlung. Davon wird, glaube ich, gar nichts gezündet. Yeah. China-Böller. 7,6 Gramm auf 4 Stück. Heftig, ey. Auch geile Teile. Ja, jetzt haben wir nochmal von Komet. China-Böller B. So, das war das kleine Paket. Weiter mit dem großen. Oh, und das wiegt mächtig was. Ich bin gespannt, was da alles drin ist. So geile Sachen, wirklich. Ich bin so glücklich. Mirko, vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ich revanchiere mich. Definitiv. Da kannst du dir sicher sein. Oh, alter Schwede. Na komm schon. So. Was haben wir denn hier Feines drin? Alter Schwede, das Paket ist so schwer. So. 5 Raketen, Kaliber A von Funke. Die habe ich, glaube ich, auch schon einmal gehabt. Aber ein Video habe ich davon auch noch nicht gemacht. Perfekt dafür. Zwei verschiedene. Da hat er gesagt, da gab es irgendwie 2 Chargen oder irgendwie so war das. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Ist eigentlich auch viel zu schade zum Zünden. Ich glaube, die hebe ich auch erstmal auf. Richtig, richtig cool. Also, ich freue mich echt mega. So tolle Sachen hier drin. Gibt's gar nicht. Dieses heftige Pack. Jetzt habe ich schon aufgeschnitten. Ey, das gibt's ja gar nicht. Kann man sehen. Thunder Kong Power Pack. Alter Schwede, was ein heftiger Batzen. Was ein heftiger Batzen. Also wirklich, ich bin sprachlos. Was ein krasses Teil. 81 Gramm M&M sogar drin. Ha. Die werden auf jeden Fall getestet. Definitiv. Oh, guck mal, hier sind sogar noch Raketen in der Seite mit drin. Nice. Richtig geil. So, dann kommen wir jetzt hier zum heftigsten überhaupt. Das Zong-Set von Weko. Alter Schwede, das ist so heftig. Ich freue mich da so tierisch drüber. Also wirklich, ich bin sprachlos, dass ich es endlich in den Händen halte. Guckt euch das alte Design an. Kann man das so sehen? Ja, ne? Richtig sexy, ey. Wirklich. Hammer. Und da das nicht reicht, hat er gleich noch ein zweites mit reingepackt. Hammer, wirklich. Vielen, vielen Dank dafür. Das kommt echt in mein Regal. Und da bleibt das stehen, nur zum Angucken. Ich find's optisch so heftig geil. Wirklich. Wollte ich schon immer mal haben. So, da haben wir hier noch. Auch von Weko. Skylights. Ein Raketensortiment. Das habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht gehabt. Das ist halt die Frage, ob man das zündet oder ob man das auch lieber aufhebt. Aber die meisten sagen ja immer, Weko zünden. Mal schauen, ich überlege mir das nochmal. Ich finde es auf jeden Fall optisch schon mal ganz cool. Und so kenne ich die auch noch gar nicht. In grün, rot und in blau. Mal gucken. So. Eine Packung Dumbum. Ein P1, kann man hier oben auch sehen, hier unten auch nochmal. P1, 2017er Charger, 6 Gramm NEM. Ich werde die Dinger auf jeden Fall auch testen. Schallerzeuger. Ich bin gespannt. Die sahen so auf dem Video von ihm schon richtig nice aus.
Davon folgt definitiv ein Video. So, was haben wir denn jetzt noch alles hier? Alter Schwede, ey. Hier, Fire Event. Retro Collection von 1960. So sexy. Wirklich, ich bin sprachlos. Ich wollte das Ding gerne haben. Und er sagt, kannst du haben. Heftig, ey. Richtig, richtig geil. Also, ich bin echt wirklich sprachlos. Ich weiß gar nicht, wie ich das wieder gut machen soll. So heftige Sachen. Und es hört nicht auf, wenn ich hier reingucke. Alter Schwede, ey. Kann man das sehen? Römische Lichter von Funke. 20 Schuss. Die Teile habe ich auch gesehen bei ihm. Habe ich, ehrlich gesagt, im Geschäft, ehrlich, noch nie darauf geachtet. Noch nie ausprobiert. Daher folgt demnächst auch ein Video, was die geilen Teile können. Dann haben wir noch Panda Pyro Cracker. Kann man auch so sehen, ne? Ja. Geil, Alter, wirklich. Was ist das denn für ein fettes Teil? Diablo von Jorge. Hammer. Nices Teil. Heftig. 9,5 Gramm NEM. Richtig geiles Teil. Ach, hier ist noch mehr. Ach du Scheiße, hier ist ja noch viel mehr drin. Noch eine Diablo. Alter Schwede. Hier haben wir noch eine. Jetzt haben wir gelb. Was ist das? Blau und rot. Hier haben wir noch eine lila, eine kleinere. Was hat die an NEM? 9 Gramm auch. Alter Schwede. Hier haben wir noch eine blaue. Hier, dass man mal den Unterschied sieht. Hier ist eine große in grün und eine kleine in grün. Heftig. Alter, die sehen auch so nice aus, die Raketen. Die haben einen halben Gramm mehr NEM, die großen. Da bin ich mal gespannt, was die können. Heftig, guckt euch mal den Batzen an. Alter Schwede, ey. So, eine ist hier sogar noch. Noch eine. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Die Thundercracker D. Auch heftig, ey. Das Design kommt auch echt fett. In dem Softpapier hier. Nochmal D. Mad Dog. So. Was haben wir denn jetzt hier noch? Funke China Böller C. Richtig nice. Ihr wisst ja, ich bin ein absoluter Funke-Freak. Ich bin so funkesüchtig. Fire Event. China Böller D. Alter, heftig. Heftig. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hier nochmal vom Panda. China Böller D. Alter, was ist hier los? Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes anfangen soll. Nochmal vom Mad Dog. Ganz kleine, so voll. A-Böller. Steht das gar nicht drauf, ne? Nicht wirklich, aber 7,2 Gramm NEM haben die Teile. Kleine, dünne Dinger. So, dann haben wir jetzt hier Teufelsschlag. Ich glaube, die waren vom Pyroweb. Ja, vom Pyroweb sind die. Steht das auch noch dick und fett drauf. Ganze Packung voll. Bin ich auch gespannt, was die Teile können. Die sehen auch echt nice aus. Mal gucken, 2,5 Gramm NEM. Schauen wir mal, was die können. So. Wo geht's weiter? Hier geht's weiter. Was haben wir hier Schönes? Oh, Funke. D. Oh, so geil, Alter. So geil, ey. Was haben wir hier? Funke C. Heftig, ich muss da unbedingt Folie drum machen, dass die heile bleiben. Schon ein bisschen aufgerissen. So sexy, ey. So sexy. Ich traue mich das gar nicht anzufassen, nicht, dass es kaputt geht. Nochmal C. So sexy. Guckt euch das an. Ich liebe Funke, wirklich. So. Hier ist nochmal ein C, der ist schon offen.
Einfach einen rausholen hier. Guckt euch die Lunte an. Richtig schön oldschool. So geil. Wirklich. Hammer. Hammer. Nice Teile. Machen wir hier nochmal Funke D. Eine Packung. Richtig geil. Dann kann ich endlich mal eine Packung testen, wie die wirklich sind. Ich habe sie noch nicht geschafft zu testen. Also ich war zu geizig. Ich habe sie aufgehoben. Petard. Hou Liang. Liang. Richtig, richtig, richtig dicke Teile. Wenn man jetzt mal so ein... Hier ist der D. Wenn man so ein D dagegen hält. Da ist eine Packung von GD-Böller. Also... Das ist auf jeden Fall richtig heftiger Scheiß. Da bin ich gespannt, wie die Teile abgehen. Also, ich habe sie noch nie gesehen. Vielleicht kennt der eine oder andere sie. Ich werde sie definitiv ausprobieren. So, wo machen wir weiter? Wo machen wir weiter? Boah, ich weiß gar nicht, hier. Cobra P1. Mal schauen, was die Teile können. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht gezündet. Ich bin gespannt. Blitzkartusche. 120 Dezibel. Da bin ich echt gespannt, was die Teile können, Alter. Da bin ich echt gespannt. Ist in P1. 10 Gramm NEM die Verpackung. Bin ich gespannt drauf, wirklich. Pyro Rebels. Kenne ich auch gar nicht. Auch mal zum Ausprobieren, auch mal fürs Video. Ist auch von Geisha, ne? Auf jeden Fall heftig, alter F2. Und 16 Gramm NEM. Das geht ja noch. Bin ich mal gespannt, was die Teile können. Heftig, auch so eine richtig fette, schwere Packung. So. Mega Cousin. Habe ich auch noch nicht gehabt. Von Rupro. Ich werde sie auf jeden Fall auch testen. 0,8 Gramm NEM das Stück. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Knallerpeitsche von Röder Feuerwehr Kids Edition. 20 Stück drin. Ne? Kenne ich auch nicht. Ich habe bei Röder auch noch nie bestellt. Ich werde auf jeden Fall berichten, was die Teile können. So, jetzt haben wir hier noch eine richtig fette Packung. Die Black Edition von Dumbum. Classic. Alter. Oder Classic. Kommt ja mal darauf an, wie es ausgesprochen wird. Das ist ein F2 aus 2018. 40 Gramm NEM die Packung. Die ist auch richtig, richtig schwer. Ich hoffe, das kann man sehen im Video, wie dick die Teile sind. Da bin ich auch richtig gespannt drauf. Also da habe ich jetzt schon Bock einzuzünden, wirklich. So, was haben wir hier Geiles? Titanschlag Blau von Funke. Ihr wisst, Funke. Ich liebe Funke. Es geht einfach nichts über Funke, wirklich. Ja, richtig, richtig geil. F2, 60 Gramm NEM, die Packung. Ich bin gespannt, was die Teile können. Sollen einen richtig heftigen blauen Vorbrenner haben, laut Video. Roter Corsair. Den habe ich, ich glaube, eine Packung bis jetzt in meinem Leben gehabt. Und die waren gar nicht so schlecht. Ich war positiv überrascht mit 2,5 Gramm NEM. Also, mal wieder eine richtig, richtig geile Packung. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Das ist noch von Jorge. Ich kann es nicht entziffern, was das ist. JM04. Ja, Polnisch ist nicht meins. Vielleicht kann man das erkennen. So. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich werde sie aber testen. Definitiv. Es ist ein F1 sogar. Das scheinen wohl Bodenwirbel zu sein. Ja, nice. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Was ist das hier? Nochmal so Bodenwirbel wohl. Auch ein F1. Nur eine andere Farbe. Werden wir mal sehen, was die können. Und dann hier noch. Boah. Nice. Von Panda. Booster D. Ein ganzer Schinken. Leck mich am Arsch, ein ganzer Schinken.
Hammer. Ich freue mich so heftig. Auf jeden Fall abonniert P1 Fireworks. Abonniert mich. Und ja, seid einfach coole Pyros und lasst euch nicht unterkriegen. Und lasst uns die Daumen drücken, dass wir dieses Jahr richtig ballern können. Dass wir richtig, richtig Feuerwerk zünden können. Mirko, nochmal vielen, 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 vielen Dank. Wirklich, ich bin sprachlos. Ich bin echt begeistert. Das sind so heftige Sachen. Ich gucke mal, ob ich das hier rauskriege. Kann man nochmal so einen kleinen Überblick verschaffen hier. So heftige Sachen. Jetzt habe ich schon das Video 20 Minuten. Ich wollte mir 10 Minuten dafür nehmen. 20 Minuten langes Video mit so heftigen Sachen, wirklich. Dieses Zong-Set, ich komme da gar nicht drauf klar. Zong. Hammer. Also das ist echt, wirklich, das kommt in meiner Vitrine ganz oben hin. Alter Schwede. Fire Event Retro Collection. Auch geil. Geiler Scheiß. Hier die ganzen Böller. Ich habe meine Sammlung ja vor ein paar Jahren leider wegschmeißen müssen, weil unser Keller überflutet ist. Und seitdem bin ich schlauer. Alles nur noch nach ganz oben. Ja, hier, Funke D. Funke D. Ich bin so sprachlos. Ich bin so sprachlos. Auch diese Fire Event D. So heftig. Ich weiß gar nicht, hier Funke C. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Funke C. Hier, ich hol mal einen raus. Jetzt muss ich echt mal einen rausholen hier. Zieht euch mal diesen geilen Scheiß rein. Alter, was für eine Qualität. Heftig. 3 Gramm NEM. Ich würde hier am liebsten mal entzünden jetzt. Ah, ich glaube, ich zünde gleich mal ein. Ich muss mal entzünden. So, Pyrus, haut rein, ich muss zünden.